Jetzt ist es raus. Dresden ist ein Shithole-Country. Morgen sollte der Stadtrat über den Ausschreibungstext und den Terminplan für die Neubesetzung der Stelle des Beigeordneten für Bildung und Jugend beschlossen werden. Heute geben die Fraktionen von Grünen, Linken, CDU und SPD bekannt, dass sie sich bereits geeinigt haben. Sie wollen also gegenseitig ihre Kandidaten unterstützen und damit ist die Ausschreibung eigentlich hinfällig. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss die Stelle ausgeschrieben werden und infolgedessen kann sich also jeder Bewerber ausmalen, dass er sich umsonst bewerben wird. Das ist Demokratie in Dresden, das ist Bestenauslese in Dresden. Das ist verachtenswert. Ich wünsche euch, dass euch der Blitz beim Scheißen trifft.